Hallo, ich möchte heute mit euch die Themen hochsensitiv und medial begabt besprechen, da derzeit sehr, sehr viele erwachen und das ist gut so. Andererseits wissen sehr viele, dass sie hochsensitiv sind, schon sehr, sehr lange und wissen nun nicht mehr, wie sie damit umgehen sollen. Manche sind sich auch nicht sicher, was da mit ihnen los ist und deshalb möchte ich ein paar Denkanstöße jetzt im Vorhinein mitgeben oder dich etwas fragen, denn das bringt womöglich ein wenig mehr Klarheit zu dir, ob du hochsensitiv bist, sensitiv oder auch medial begabt. Also, leidest du an der Kindheit oder seit Kindheit an unterschiedlichen physischen Symptomen, beispielsweise, dass deine Mitte vibriert oder dass deine Hände vibrieren, dass du manchmal Kopfweh bekommst oder auch an Migräneanfällen? Hast du wirklich Probleme mit Gewalttaten? Also auch wenn du Filme dir ansiehst, dass du absolut nicht dir das ansehen kannst oder auch hören kannst, weil dir das auch physisch Schmerzen bereitet. Hast du auch das Bedürfnis, dich manchmal oder sehr, sehr oft sogar komplett abzuschotten und dies schon seit der Jugend an? Hattest du auch gewisse Themen mit deinen Eltern, als ob du nicht dazugehören würdest? Warst du als Kind übersinnlich veranlagt? Das ist ja oft so, dass viele bemerken, dass vielleicht jemand im Zimmer war, beispielsweise, oder stellen starke Gerüche, sehr helles Licht oder Personen beispielsweise, die sehr laut sprechen, für dich wirklich ein Problem dar? Also bist du auch sehr sensitiv in deiner Physis beziehungsweise in deinem Fühlen? Hast du manchmal das Gefühl, wenn du in der Nähe von jemandem stehst, dass dir Bilder in den Sinn kommen? Oder hast du eine sehr, sehr intensive Vorstellungskraft, sodass dir gesagt wurde, bereits in Kindheit an oder auch von Freunden, die sich dann abgewendet haben, dass du eine sehr ausgeprägte Fantasie hast? Oder hast du auch oft das Gefühl, dass du Heimweh hast und du kannst es gar nicht so benennen, was das für ein Heimweh ist? Hattest du oft Schwierigkeiten, Freunde zu finden oder Freundschaften längerfristig zu halten? Hast du oder hattest du Unverträglichkeiten, insbesondere auch was das Essen betrifft oder auch gewisse Süchte, weil du auch immer wieder eine gewisse unerklärliche Traurigkeit gespürt hast? Hast du auch manchmal das Gefühl, dass alles über dich einbricht und du weißt gar nicht, was los ist? Ja, also falls vieles davon, es muss ja nicht alles zutreffen auf dich, aber falls vieles davon mit Ja beantwortet werden kann, dann ist es definitiv so, dass du zumindest sehr, sehr sensitiv bist, wenn nicht hochsensitiv und/oder auch medial begabt. Hochsensitive Menschen müssen nicht immer medial begabt sein. Natürlich haben wir alle von Kindheit an diesen Zugang zur geistigen Welt. Wir alle sind multidimensionale Wesen. Und dennoch ist es so, manche entscheiden sich dafür, das Ganze wirklich zu leben, bewusst zu leben. Und die nächste Part ist so, viele entscheiden sich dann mit dieser Gabe. Und es ist eine Gabe, tatsächlich eine Berufung zu starten oder ihre Berufung zu starten. Meinem Erachten nach haben ja viele Berufungen bei uns und das ist aber ein Ruf der Seele, der dann gelebt werden möchte. Ich möchte euch kurz erklären, wie es ist, wie sich ein Hochsensitiver tatsächlich fühlt und was da der Unterschied ist quasi zu einem normalen Menschen. Und beides bitte ist recht und konform. Also das ist vollkommen in Ordnung, so wie jeder ist. Nur es besteht schon ein sehr intensiver Unterschied. Und zwar normale Menschen nehmen ungefähr 20 Reize bewusst wahr und circa 15 bis 60 Reize unbewusst. Ja? Also das sind so normale Menschen. Sehr begabte oder mediabegabte oder hochsensitive Menschen nehmen 20 bis 2000 Reize bewusst wahr und 100 bis 200.000 Reize unbewusst.
Alleine diese Tatsache, also ist Fakt, dass es so ist, zeigt uns ja auch, dass solche Menschen, die sehr hochsensitiv sind und medial begabt, sehr viele Rückzugsmöglichkeiten benötigen, insbesondere auch die Kinder. Sie ziehen sich dann immer wieder zurück und brauchen diese Zeit der Verarbeitung. Wenn ihnen diese Zeit der Verarbeitung nicht gegeben wird, werden diese Menschen sehr unruhig. Manche werden sogar angriffslustig und das ist natürlich nicht sehr schön anzusehen, insbesondere wenn es sich um Kinder handelt. Menschen, die eben so viel wahrnehmen, bekommen diese unverarbeiteten Reize dann doch mit, insbesondere auch in Träumen. Und das könnte auch der Auslöser oder der Grund sein, warum Kinder sehr intensiv träumen, weil sie etwas nicht verarbeiten konnten. Gut, das wissen wir alle, aber wenn man glaubt, man hat ein sehr hochsensitives Kind, ist es wesentlich, auch mit ihm darüber zu sprechen, was so alles jetzt passiert ist, auch den Tag über, damit es ein bisschen in die Verarbeitung kommt, auch bereits vor dem Schlafen. Deshalb ist auch die Arbeit auf allen Ebenen, also emotional, geistig, energetisch und auch physisch, wichtig für sehr sensitive oder hochsensitive Menschen, um mit dieser Verarbeitung der Reize gut klarzukommen und natürlich dann auch diese Gabe in Empfang zu nehmen, denn es ist eine Gabe, sehr sensitive Menschen benötigen viel Stille, viel Rückzug und mit Stille meine ich insbesondere auch die Meditation. Also die Meditation ist für einen hochsensitiven Menschen sehr, sehr wichtig, denn da kommt auch Klarheit in den ganzen Reizen hinein und es kommt auch Klarheit dorthin, wenn sie mal, ich würde mal sagen, energetische Ereignisse wahrgenommen haben. Dies bedeutet auch, dass hochsensitive und auch medial Begabte, dass sie wirklich auch Gefühle von anderen intensiv wahrnehmen können, aber auch Gedanken, die sich irgendwie bei ihnen zeigen, entweder physisch, auf physischer Ebene, manchmal sogar wissen, wenn jemand Schmerzen hat, entweder Kopfweh oder ähnliches, oder auch emotionalen Schmerz empfindet. Und Wetterumschwünge, also viele sehr sensitive spüren Wetterumschwünge ganz enorm und auch energetische Veränderungen. Also auch das kollektive Energiefeld wird von Hochsensitiven sehr stark wahrgenommen und auch, was ich noch dazu sagen möchte, sehr medial begabte Menschen spüren das kollektive Energiefeld tatsächlich auch physisch. Also das ist auch wesentlich zu wissen, falls in der Weltgeschichte etwas geschieht, was Tragweite hat. Ich nehme als Beispiel gerne 9/11. Ich als hochmedialer Mensch habe dieses Ereignis sehr stark wahrgenommen und zwar, ich hatte einen Kreislaufkollaps. Also ich bin auch zusammengebrochen in dem Moment. Das weiß ich noch bis heute, weil ich war da noch in der Schule. Und und das war durchaus ein Ereignis, das innerhalb von ein paar Stunden sich dann gedeckt hat. Ja, wie diese Reize bei sensitiven Medialen aufgenommen werden, erfolgt eben auf unterschiedliche Art und Weise. Da würde ich wirklich empfehlen, sich auch an Menschen zu wenden, die damit bereits umgehen können. Es ist aber auch zu sagen, es ist möglich, damit gut zu leben und auch glücklich zu leben. Es ist auch möglich, dass man Freundschaften hat und dass man wirklich so durchs Leben gehen kann, wie ein normaler Mensch. Es geht eben einfach um die intensive Verarbeitung und dass man es als Gabe annimmt. Um die Sensitivität zu leben, benötigen wir eben Folgendes, eine eigene tägliche Schulung und Übung seiner Sensitivität. Einerseits kann das natürlich auf physischer Ebene erfolgen, andererseits, also physisch ist gemeint, die physischen Sinne trainieren, das Riechen trainieren, es gibt nämlich auch ein Hellriechen, das durch den physischen Sinn, wenn wir den trainieren, das Hellriechen dann auch aktiviert wird oder wirklich Farben intensiv wahrzunehmen, am besten immer in der Natur, immer die Farben der Natur sehen, dadurch wird auch das Hellsehen angeregt oder auch das Hellhören, probieren, was hören wir tatsächlich und dann hinter dieses Hören zu hören, was liegt dahinter. Dann kommen wir immer auch in diese hellen Sinne hinein. Denn sehr sensitive Menschen und auch medial begabte Menschen haben einen enorm guten Zugang auch
mit den Heilsinnen zu arbeiten. Und dann ist es natürlich so, nicht nur die physischen Sinne zu trainieren, wenn dann jemand schon bereit ist dafür, auch die hellen Sinne zu trainieren. Und da komme vielleicht ich oder ein anderer Spiritual Teacher ins Gespräch, aber das ist dann immer auch eine eigene Entscheidung, wie weit will man da gehen und will man es noch privat halten für sich oder eben beruflich auch einsteigen. Das ist eine freie Entscheidung und es ist aber auch eine wundervolle Entscheidung, denn mit einer solchen Entscheidung trifft man die Wahl für sich selbst und dass man für sich einsteht und die Stimme seiner Seele tatsächlich wahrnimmt. Also, man sollte aber auch verstehen, dass man gewisse Grenzen auf liebevolle Art und Weise setzt. Das ist ganz wichtig für hochsensitive Menschen. Die spirituelle Praxis ist auch wichtig, um dich im Balance zu halten, also auch dich zu erden, viel in die Natur gehen, viel Wasser trinken. Du solltest auch imstande sein, die Türen zur geistigen Welt zu schließen, wenn du nicht mehr damit umgehen kannst, wenn du zum Beispiel viele Erscheinungen hast oder unerklärliche Phänomene, aber irgendwann du das Gefühl hast, es ist aber jetzt mal genug, dann kann ich dir wirklich auch empfehlen, schließ bewusst die Tür, du brauchst es nur denken, denn jeder Gedanke, den du aussendest, ist Energie. Jedes Gefühl, das du aussendest, ist Energie und das kann das auch schließen und natürlich wieder öffnen. Was für Hochsensitive sehr, sehr wichtig ist, auch mal Reizüberflutungen zu vermeiden und damit sie eben diese auch verarbeiten können. Damit sind nicht nur der Konsum von Medien, also zum Beispiel Tablet, Handy und Co. gemeint, sondern auch Reizüberflutungen in Gesprächen mit Menschen. Ja, lerne auch zu unterscheiden, welche Energien deine sind und welche von dir geschickt werden von anderen. Hochsensitive bekommen nämlich ganz oft ein Gefühl von anderen geschickt, wenn jemand an einen denkt oder wenn jemand etwas nicht so Schönes sagt über einen, dann bekommen das hochsensitive Menschen sehr, sehr intensiv mit und wissen dann manchmal gar nicht, wo das herkommt. Sich selbst wirklich in die Stille dann zu fühlen und zu sagen, wo kommt das her? Da hat es kurz an der Tür geklingelt. Also wo kommt das her? Wo ist diese Energie her? Warum fühle ich mich gerade traurig, obwohl ich gerade noch in einem anderen Moment fröhlich war? Das kann einerseits von einer anderen Person kommen, andererseits aber auch von kollektiven Energien. Ja, also globale Energie, da sollte man vielleicht auch mal schauen, ist irgendwas in der Weltgeschichte geschehen? Oder auch von der Welt der Energie von anderswoher, also von galaktischen Energien, denn viele sehr hochsensitive Menschen reagieren natürlich auf energetische Ereignisse, beispielsweise auch Sonnenstürme oder auch wenn die geistige Welt die Energiedichte erhöht, um uns wieder voranzutreiben, auch zu Vollmond, zu Neumond-Energien, können wir das intensiv spüren, dass da etwas im Feld ist, dass eine gewisse Energie zu uns kommt, die ein Gefühl antriggert, wo wir uns weiterentwickeln sollen. Also das ist etwas, was hochsensitive und medial begabte Menschen sehr, sehr intensiv fühlen. Sehr oft geht es bei diesen Energien, also ich nenne sie gerne galaktische Energien, gewisse Traumata auch gelöst werden sollen und wirklich wir voran bewegt werden sollen, damit wir zu uns kommen, damit wir in diese Selbstliebe auch kommen. Da ungeschulte Hochsensitive oftmals das Problem haben, damit wirklich umzugehen, kommt es dann oftmals zu einem Energiestau und regelrecht zu einem energetischen Sturm an energetischen Reizen, die zu einerseits zu Gesundheitsproblemen kommen können oder Verdauungsstörungen, eine gewisse Erschöpfung, eine Immunschwäche zeigt sich dann oder auch Depressionen oder depressive Verstimmungen. Oftmals höre ich auch und habe es selbst erlebt, dass ein Gefühl wirklich präsent ist, das einen übermannt. Es ist tatsächlich so, wenn man aber daran übt und lernt, wirklich, wo kommt diese Energie her und das
geht wirklich gut in der Meditation, in der Stille, dann kann man und lernt man auch wirklich damit umzugehen. Das ist wesentlich für Hochsensitive zu wissen, damit sie lernen, damit umzugehen und wirklich ein normales Leben führen können. Was ebenso wichtig ist, dass man nicht vergisst, dass man einen Körper hat, weil Hochsensitive oder medial Begabte gehen immer wieder auch sehr, sehr stark weg. Die sind mit ihren Gedanken irgendwo anders oder fühlen auch oder tauchen in eine Welt ein, die nicht von dieser Welt zu sein scheint. Und das ist natürlich auch nachvollziehbar, weil sie einen sehr guten Zugang auch haben zur geistigen Welt. Und da ist es aber immer auch wichtig, dass man sich selbst sagt, hey, ich habe einen Körper und diesen Körper auch zu spüren und zu trainieren. Natürlich ist es nicht jedem möglich, intensiv Sport zu betreiben und dennoch kann ich Muskeltraining und Ausdauertraining sehr, sehr empfehlen, insbesondere wenn man bemerkt, man hat einen innerlichen Energiesturm oder man kann gerade mit seinen Emotionen überhaupt nicht umgehen und man will sich ja fragen, wo kommt diese Energie her, aber man bekommt keine inneren Signale oder hört keine Worte, die einen Antwort geben, dann ist es wirklich so am besten, vorher Sport zu machen und dann einmal duschen, am besten noch kalt duschen, damit man die Energien wirklich mal zu Boden bringt und rauslassen kann und sich dann noch in der Natur aufzuhalten, ist noch das Letzte, was man hinzufügen kann, damit man sich gut fühlt und dann fragt man, was war denn das? Und man bekommt tatsächlich aus der inneren Stimme, manche nennen es Intuition, auch eine Antwort, die einem sehr, sehr hilfreich sein können. Was Träume betrifft, ja, sehr sensitive, hochsensitive und auch medial Begabte haben sehr intensive Träume. Bei Träumen ist es immer auch so, sind es Träume, wo man selbst etwas verarbeitet, sind es hellsichtige Träume, wo man schon in die Zukunft sieht und das ist bei uns eben definitiv so, dass wir das können auch in den Träumen, oftmals nicht gesteuert. Oder wir verarbeiten auch eine Situation, in der wir ein Gespräch hatten mit einem Menschen, der etwas gesagt hat und im Traum hören wir dann teilweise die Gefühle oder auch die Gedanken des Menschen und verarbeiten da die andere Ebene, die Metaebene quasi. Wir begeben uns im Traum dann auf eine andere Ebene. Durchaus ist es auch möglich, dass in diesen Träumen vermehrt die geistige Welt oder auch die Agency sich einschaltet und unser geistiges Team sich mit uns in Verbindung setzt oder auch Verstorbene sich mit uns in Verbindung setzen und uns Botschaften übermittelt. Sehr oft geschieht es nicht nur in den Träumen, sondern auch in jeder Phase, wo wir von der Wachphase in die Schlafphase übertreten. Das ist ähnlich wie im Trancezustand, was die Gehirnwellen betrifft. Und deshalb kommt es in dieser Zeit, wo wir es auch noch mitbekommen, wirklich auch zu Begegnungen. Derzeit auch sehr, sehr verhäuft zu Begegnungen, wo wir merken, jemand berührt uns oder jemand setzt sich aufs Bett. Eine Energie ist anwesend im Raum oder wir sehen ein Licht, das wir nicht erklären können. Und das sind natürlich Erscheinungen oder Energien, die nicht auf menschlicher Basis existieren, sondern in der Energiewelt existieren und so Zugang zu uns suchen und uns auch ermuntern möchten, teilweise, hey, es geht weiter oder du hast eine Frage gestellt und wir möchten dir jetzt diese Frage beantworten. Bei manchen ist es eine Initiierung, dass ihnen gesagt oder auch gezeigt wird, hey, es gibt uns tatsächlich und du brauchst nicht zweifeln, es ist tatsächlich so, denn wir alle sind tatsächlich ein multidimensionales Wesen und es ist wunderschön, dass die geistige Welt und auch die Agency uns derzeit so nahe ist und sehr, sehr viele Botschaften und Zeichen übermittelt. Und ich möchte euch wirklich motivieren, arbeitet an euch, dass ihr in Balance kommt, wie auch immer ihr das macht. Es beginnt sehr oft mit der Physis, dann viele arbeiten an ihrem Mindset, merken dann aber, da gibt es noch mehr, gehen dann in die Energiearbeit hinein und spüren dann und wissen dann einfach, dass es diese andere Welt
gibt und dass wir eben so Teil davon sind, denn unsere Seele ist immer auch damit verbunden. Und wir haben auch so etwas wie Aura-Schichten und auch diese Aura-Schichten interagieren auch mit dieser Energie. Und ja, es ist so, wir sind ein multidimensionales Wesen. Dies anzunehmen ist manchmal gar nicht so einfach, insbesondere deshalb, weil wir immer wieder auch gesagt bekommen haben, du bildest dir das ein, das stimmt nicht, du hast eine blühende Fantasie und dadurch sind wir von unserem Weg abgekommen. Ich möchte alle motivieren, deren Kinder derzeit ein bisschen spooky Dinge von sich geben, sie wirklich zu motivieren, hey, ja zu sagen und mit ihnen darüber zu sprechen. Es gibt so etwas wie diese Welt und es ist wahr, was du siehst. Jeder hat seine eigene Realität und diese Realität darf auch sein. Und auch wenn ein Kind zum Beispiel auch sagt, ich habe aber bei dem und dem das gespürt, der hat aber etwas ganz anderes zu mir gesagt oder hat mich angelächelt. Ich habe aber gespürt, dass er wütend auf mich war oder ich habe gespürt, der wollte mir etwas tun. Und manche Eltern sagen dann tatsächlich auch, du bildest dir das ein. Ich bin davon weit entfernt mittlerweile, weil ich weiß auch, dass Hochsensitive immer wieder auch davor zurückschrecken, etwas zu sagen, was sie tatsächlich fühlen zu einem Menschen auch, wo sie das Gefühl haben, der hat eine ganz andere Intention zu mir oder ganz andere Gefühle oder ganz andere Gedanken zu mir, als er mir zeigt, weil das Offensichtliche etwas anderes zeigt. Ja, das ist eine Maske, die Manka trägt. Und Menschen, die so etwas aussenden, sind sich teilweise gar nicht bewusst, was sie aussenden, weil sie sich ihrer selbst nicht bewusst sind, was sie tatsächlich denken oder was auch aus dem Unterbewusstsein kommt, wenn da ein gewisses Neidthema auftaucht. Und die Hochsensitiven denken sich dann aber, ich liege falsch. Und dem ist ganz oft nicht so. So, deshalb, ich möchte bitte alle motivieren, wenn du hochsensitiv bist, geh in dein Training, ich nenne es mal Training, es ist aber eine wundervolle Arbeit, an sich zu arbeiten, immer mehr auf die Stimme seiner Seele zu hören, immer mehr zu sich selbst zu kommen, die Energien werden dichter werden, über den ganzen Winter hinweg noch und viele Menschen wachen auf, entdecken, dass es diese Welt auch gibt, zu der wir gehören. Und ich möchte motivieren, all jene, die als Medium oder Heiler starten wollen oder es bereits getan haben, macht es bitte weiter. Es ist eine wundervolle Arbeit. Es werden viele von euch gebraucht. Und gerade jetzt ist ein Startschuss in eine neue Epoche und es soll einfach jetzt so sein. So, habt ein schönes Wochenende.